Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Keller und Cops. Ja, jetzt mal das nachgemendet und zwar hoffe ich, dass ich mit zwei zurechtkommen werde. Also jetzt einmal hoch und mal zurück. Stellen wir uns kurz wieder unseren ein. Kurz vorwärts fahren. Vorwärts fahren deswegen, damit die Striche nach vorne gehen. Auf Traktorbreite. Ist ein bisschen schwenken. Zwar so, dass es oben noch ein bisschen, nur ein Grad. Ein Grad schon zu viel. Und dafür gehen wir hier ein bisschen nach rechts über. Also links. Und wir oben auch entsprechend das hinkriegen, ne? Das ist ungefähr ein Grad, ist ja auf der Länge recht viel, ne? Das wäre das. Das wäre fertig. Automatik lässt sich auch mit O einstellen, eine Taste O, Buchstabe O. Aktuelles Gerät hochgeklappt. Dünger und Saatgut müssen noch reichen, locker. Also ja, doch. Wenn Dünger nicht reichen würde, ja gut, dann muss man verzichten. Mit ein bisschen würde ich jetzt nicht extra fahren. Und kann man auch sehen, Karte links unten, das hell, das dunkelblaue ist eigentlich zu wenig. Und das Grün und Gelbe ist schon bald leicht zu viel. Leicht. Ja, beim Düngen mal zu früh ausgemacht, mal zu viel gedüngt. Ne? So, beim Streuen jedenfalls. Jetzt Tempomat stellen wir ein. Und gehen wir gleich runter im Gerät. Ne? In dem Fall machen wir es ein bisschen anders, damit wir auch die Ecke hinkriegen. Sonst wird das nichts. Turm können wir nicht nehmen, da war ein Stein. Ja. Was würde der Bauer normalerweise machen? Radlader und dann Wächterwind, ne? Geht in dem Fall nicht. Ist hier nicht vorgesehen. Wir hätten doch ein bisschen mehr nach rechts können, ne? Das kurz abbrechen. Beziehungsweise nachjustieren. Zack. Ja, gut, dann werden wir wahrscheinlich mal an der Ende was fehlen. Aber gut, dann müssen wir so einen Kauf nehmen. So. Dann neu, ne? Neu starten. Gucken mal, Dünger geht weg. Ja, sag gut auch. Blöd wäre, wenn wir nicht aussehen würden, ne? Das wäre blöd, ne? Anführungszeichen, ne? Und wir wollen ja eigentlich, dass wir was aussehen, ne? Noch nicht ganz alles mit, aber gut. Da das Feld und Gras ein bisschen vermischt. Hier muss ich auch ein bisschen weitergehen, damit wir den Rest auch noch hinkriegen. Ne? Guck mal ganz kurz. Und abbremsen. Können wir hochklappen. Hier kann man schon sehen. Aha, das ist schon ein bisschen was zu sehen an den Spuren. Ne? Machen wir auf C. Also die Ego-Perspektive hier aus den Personen rennt mal so komisch. Ja, also hier, guckt. Ja, ob das schon die erste Frucht ist, ich weiß es nicht. Das ist wie gesagt ein Tag her, ne? Das werden wir dann sehen, ob es Unterschiede gibt bei der Ernte nachher, ob das entsprechend verschiedene Reife wird, ne? Obwohl die Auswirkungen noch nicht ganz so extrem sind. Ne? Also ich habe keine gemerkt. Ne? Also Felder, die ja Enkel aktiviert. T. Dann müssen wir rechtzeitig anschalten. Ne? Also runterlassen. Zumindest eine Sicherheit. Ne? Ja, wollen wir mal gucken, ob das sich auswirkt. Dünger muss ich eigentlich multiplizieren, ne? Alles andere, sag mal, wird ja gelöscht, ne? Ob das auch vielleicht ein bisschen keimen würde, Natur, denkt man schon. Aber was so tief ist, kommt ja nicht hoch, ne? Wenn es zu tief ist. Hier werde ich höchstens nachher nochmal düngen. Ja. Wenn überhaupt ganz wenig, ne? Also ist schon sehr Richtung
hellgrün, ne? Gelb, blau. Seht da, sehe ich gerade. Obwohl. Fahren wir ein bisschen zurück. Können wir aufheben, ne? Sonst kommt ja wieder alles neu. Ein bisschen mehr nach links. So. Gut. In 1 Grad müsste hinkommen. Etwa. Ja, 100% kriege ich es nicht hin. Ich sag mal, das ist nicht ganz so tragisch. Aber gut. Ich habe hier das Stück Getreide gesehen, das wird nicht ganz weggehen. Bleibt ein Rest. Na und hier ist ja eh teilweise schon gesät worden. Das geht. Muss halt beim nächsten Mal ja, vielleicht mehr Grün mitmachen, dafür weniger. So wie hier, man geht halt rein ins Grüne. Ne? So, hier an der Ende noch. Dann wäre die Aussaat fertig. Hier Lenkung ausmachen und er geht sofort in die Richtung mit dem gelben Strich automatisch aktiviert ist, ne? Das wollen wir ja nicht. Die Bäume sind leider alle mit Kollision, aber wir können das auch nicht entfernen, ne? Ist ja halt mal so, ne? Hier müssen wir auch wieder einstellen, weil so einfach die Felder, naja, die sind zwar nicht jetzt verformt, aber halt, ja, nicht rechtwinklig, ne? Wir müssen ein bisschen vorwärts fahren und dann stellen wir es ein. Ne, nicht O. Erstmal auf P. Und zwar das kann man hier sehen, hier hast du am Feldrand und ganz oben ist gerade so noch mit drinnen, ne? Gehen wir 1 Grad rüber und jetzt gehen wir halt die Zentimeter, dass der weiße Strich oben noch, also der gelbe ist ja am Feldrand und hier ist ja sehr gut noch im, ja, mach es lieber so, hier ein bisschen mehr und dafür oben ein bisschen die andere Richtung. Bahnversatz zurückversetzen. Na, da haben wir auf 0. Okay. So. Dass wir oben noch Feld halt drin sind. Ne? Ja, lässt sich jetzt nicht auf weniger Grad einstellen. Dafür kommen wir nicht hin. So, wir haben Tempomat. Gas geben. Und V. Damit er gleich die Aussaat hinkriegt. Ne? Sonst wird das nichts. Ja, eine war noch mal zurück. Die anderen Felder sind soweit okay. Mein Fehler. Ich habe Lenkung nicht aktiviert. Dann fuhr er irgendwo hin. Dann fährt er irgendwo hin. Ist aber noch in dem Bereich, wo ich eh Nachgewende machen will. Ne? Von daher ist das nicht ganz so schlimm. Aufheben wir auch, weil er tut sich halt schwer. Wenn er durch Gras kruppeln soll, ne? Ob das irgendwann mal Auswirkungen hat oder schon Auswirkungen hat, das weiß ich nicht. Sag mal so, da müsste ja auch Weizen in dem Bereich wachsen, ne? Tut es ja, glaube ich, nicht. So, Lenkung aktivieren, gleich am Anfang, dann T und dann gleich absenken. Normalerweise würde ich ja die Felder vorher Gruppe, ne? Im Herz. Oder Flügen halt, wie entsprechend das dann gemacht werden soll, laut diesem Spiel, ne? Also immer und überall Gruppen ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr üblich.
Aber wenn es das so vorgesehen ist, dann ist es, hat es entsprechend Auswirkungen her, ne? Und das soll ja nun im März ein Update kommen, dass Flügen eine andere Auswirkung hat wie Kuppern, ne? Aber auch Flügen muss bezahlt werden können. Das heißt, ich brauche einen starken Taktor und ich brauche entsprechenden Flug. Flug kann der von der Größe her nicht, aber ich sehe gerade, ich habe da null Gruppe, ne? Ja. Das heißt, ich habe wieder mal das nicht aktiviert. Muss ich gleich gucken wieder. Ja, war aus. Nein, okay, Andu. So, warum es so war, weiß ich nicht. So, Lenker aktiviert, ja. V. So, T. V. Muss ich halt nochmal zurückfahren. Kuppel kann man ja erkennen, ne? Ist ja eine grobe Struktur und die Aussaat ist ja schön gleichmäßig, ja, gedrillt, kann man sagen, ne? Oder die Aussaat der Maschine, die drillt ja ein. Optisch gesehen, ja, mit kleinen, ja, Rädern, wo die Aussaat entsprechend in die Saat eingedrückt wird, ne? Ja, dann müssen wir halt die ganze Bahn nochmal machen, ne? Denn wenn Dünger fehlt, ja gut, ist dann ärgerlich, aber wenn jetzt die Saat fehlt, bringt das auch nichts, ne? Dann wächst da nichts, ne? Und hier ist ein bisschen blöd, weil Bäume. Aber Bremsen kommt trotzdem. Müssen wir ganz kurz die Lenkung ausmachen und dann manuell lenken. Wir müssen ja mindestens den Bereich hinkriegen. Ne? Aufheben. Reinfahren wäre nicht so gut, weil die Räder dann drin sind. Ne? Durch Wald kommen wir nicht durch. Dann muss ich halt ein bisschen anders drehen. Ne? Da war der Baum. Macht die Sache ein bisschen kompliziert, weil ja die Bäume nicht so ideal sind, ne? Werde ich nur wieder gepflanzt. Jetzt fahren wir halt da drüben rüber und wenn dann halt wo Platz ist, ne? Das Gerät ist ja aufgehoben, dadurch ist es nicht ganz so tragisch. Kostet halt Zeit, ne? Ja, gut. Kann sich ändern, ne? Ist halt so. Ich sag mal, es gibt nicht nur perfekte Felder, ne? Das wird auch im Reale so sein. So. Wie die kleine Ecke, wenn wir verzichten zur Not, also deswegen fahren wir nicht wieder rein. Aber Nachgewinde macht es uns auch ein bisschen schwieriger, ne? Wenn man gleich zum Anfang machen würde, dann wäre das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Also durchziehen würde, dann wäre es ein bisschen einfacher. So, Lenkung, dann T, V, gucken, ob er auch Verbrauch, Dünger geht weg, ja, sagt man auch, und rein optisch gesehen, ja, passt. Jo, dann haben wir das fertig mit der Aussaat, ne? Und ich bin fertig mit der Aufnahme, ne? Dann kann mir jetzt in aller Ruhe was zu essen machen, so wie ich dann auch geplant habe. In etwa, ne? Plus, minus, ja, Stunde ist schon nichts, ne? Morgen mal sehen, ob ich morgen bearbeiten werde oder die nächsten Folgen aufnehmen, ne? Für mich ist das so, ich spiele so sehr, sehr viel und das ist, das Spiel an sich ist nicht das Problem. Gut, beim Folgen bearbeiten gucke ich halt viele Folgen mir an und andere Beiträge, also ich nutze es halt auch, ne? Also Fernsehen kannst du vergessen. So, das wäre fertig. Jetzt klappt mal Ding ein. Wir haben noch etwa 305 Liter Dünger und 1000 Liter Weizensaatgut. Z, X. Hier im Lager müsste ich mal gucken in der Statistik, da haben wir was da an Weizen.
dass wir im nächsten Jahr mal. Oh, die Lenkung. Die Lenkung, wie gesagt, Lenker aktiv ist. Dann geht er gleich in die Richtung. Gleich mal das Parallelsystem ausschalten. Es ist vielleicht GPS, aber wie gesagt, es wird vielleicht aus rechtlichen Gründen so nicht genannt. Ne? Ja, dann geht's zurück zum Hof, ne? Ich wollte eigentlich mir V und C sind dicht zusammen. Ne? Ich gucke ja nur nicht lange drauf, sondern drück einfach, ne? Ja, zurück zum Hof, ein bisschen dichter ran, ne? Mit dem Mausrad halt und fahr mal zurück und dann werde ich 3 bis 4 Wochen schlafen und dann steht Düngern an, ne? Also Düngen, also Nachdüngen, Obers fehlt, ne? Jetzt einige Fälle schon top sind. Entschuldigung, dann bleibt das so, ne? Dann brauchen wir da nicht arbeiten. Es kann aber sein, dass er das Wachstum jetzt nicht mehr braucht. Wir ein bisschen nachgehen müssen, ne? Und so ungefähr 4 Wochen ungefähr, schreibt man so. Sagen wir plus 9 Grad. Das wächst schon ein bisschen, ne? Also. Wenn es feucht genug ist, ja gut, feucht genug. Hier hat es ja gestern geregnet, wieso? Im Spiel. Frei. Und wird schon wachsen, ne? Ja, ich wollte anfangs die Felle am Hof kaufen. Mal gucken. Bremse. F1. Im Besitz verfügbar. Machen wir im Besitz. Feld 1. Kann man sehen. Ist hellblau, da fehlt noch viel Dünger. Feld. Ich glaube 7. Ist das zu viel? Und da ist ja auch so viel. Da ist da oben so viel. Ansonsten im Schnitt. Gut. Jetzt wollen wir gucken, die Felder am Hof. Ich darf jetzt kein Feld anklicken, dann bin ich ja sofort wieder raus. Sag ich doch. Mal ein bisschen größer. Das muss der Lohner sein. Das sind nicht die Felder. Hier sind meine Felder. Das müsste Hof sein normalerweise. Müsste. Ja, ja, ist der Hof. Und ich wollte ja eigentlich die Felder am Hof nehmen. Ne? Also hier zum Beispiel 1, 2 ganz gute. Da und da auch ganz gut. Oder hier. Das sind 4 Hektar. Das sind 5,8. Beim Kaufen 105.000, ja, und hier hat man einen Ruf 50 beim Hafen, ne? Hier könnte man kaufen, braucht man keinen Ruf. Ach, bei Genossenschaft, ach ja, das wäre so ein Feld. Mir interessieren im Grunde die großen Felder, diese kleinen Dinger hier. Ja, hat eine Mission gehabt, ne? Ja, ist auch mal ein Scherz, ne? Würde ich kaufen, wenn ich jetzt theoretisch nichts mehr anderes gibt, ne? Aber wie gesagt, zuerst die größeren, wenn es geht, oder die kleinen, weil das Geld dafür auch nur reicht, ne? Ich sag mal, jeder Hektar mal dann zur Ernte nehmen könnten, ne? Also zum dafür mehr Ernte bekommen, können wir auch entsprechend mehr verdienen, ne? Das Gerät, das werden wir jetzt nicht reparieren, einfach ein Grund, weil das Geld brauche ich. Zum einen vielleicht auch so einen Dünger kaufen oder auch zum, was viel wichtiger ist, für die Ernte von Drescher, und den muss ich mir ausleihen und da muss man vor Kasse gehen. Gut, da könnte man sich auch mit Kredit leisten zur Not, aber Kredit werde ich mal waschen kann man schon, ne? Ja, waschen wir noch, zacken müssen wir nicht. Ja, waschen wir jetzt mal nicht. Den Traktor vielleicht schon, aber oder? Schwer rumzufahren. Aber waschen wir mal schon, das wird's ja alle nichts, ne?
Hier war auch noch ein Takt und dann nutzen wir erst wieder zum, zum Abfahren, ne? Zum Glück nehmen wir den kleinen. Den kleinen. Trakt, ne? Und den großen. Den werden wir jetzt waschen. Hier ist ja nur, man stellt sich nur ran. Man sieht oben rechts den. Den gelben Balken. Der ist voll schmutzig. Waschen mal so, ne? Kann man so sehen. Wieso alles ein bisschen sauber wird, ne? Bei den Reifen kann man es sehr schön sehen. Und, am Blech sieht man jetzt auch. Das Gerät wird auch sauber. Wie gesagt, der Gruppe ist die hinten, die kleinen Zinken und die Scheiben, also schneiden das im Prinzip auf. So, ist sauber. Probier so rum. Jo. Ist doch ein bisschen besser, ne, wenn es sauber ist, ne? Hier kommt zwar keiner rein, aber ein bisschen Pflege muss sein. So, dann geschaut, dann soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche allen noch einen schönen Restfreitag und ein schönes Wochenende. Ja, morgen geht's hier weiter. Ja, ne? Schlaf und dann düngen. Tschüss. Und nochmal dickes Dankeschön fürs Reinschauen.